Moin Moin und damit willkommen zu Terror Americana für Cthulhu, herausgegeben von Pegasus Press. Viel Spaß! Ja, worum soll es in diesem Buch gehen? Wir können hier im Inhaltsverzeichnis erkennen, es geht um zwei verschiedene Abenteuer, die unabhängig voneinander erzählt werden können. Es geht also um eine Anthologie, die beide in Amerika spielen. Es sollte natürlich bei dem Titel des Buches klar sein. Beide sind ausgeschrieben für das Jahr 1920. Man kann sie allerdings auch nach vorne verlegen. Zumindest Blackwater Creek könnte man auch 1890 spielen. Bei Gottes Werk und dem Migo-Beitrag bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das auch funktioniert. Aber man kann sie auch nach hinten verlegen. Also wenn man sie im Jahr 2018 spielen möchte, dann wäre das natürlich auch möglich, beziehungsweise ganz generell alles, was danach spielt, das geht auch alles. Ja, wir beginnen einfach mal mit Gottes Werk und Migos Beitrag. Geschrieben von Oliver Adam, das ist einer aus dem Cthulhu-Forum. Der hat sich hier so ein bisschen ausgetobt. Es gibt hier eine sehr schöne Übersicht, die gefällt mir ganz gut. Wir können hier sehen, Zeitpunkt der Handlung, Schauplatz. Man kann sie, wie gesagt, auch weiter verschieben und auch da kann man dann schon gleich zu Anfang sehen. Finale in der Forschungsanlage der Migo über dem Jugod bzw. dem Jupiter. Ja, man kann hier viele Hauptpersonen erkennen, die auf den ersten Blick dann vorkommen. Nebenpersonen, ein paar Monster. Hier wird man schon aus der allerersten Seite wird man schon sehr schlau. Finde ich gut, da man dann auch ohne das Abenteuer dann lesen zu müssen schon so eine kleine Ahnung hat, wie es denn weitergeht. Was soll jetzt also passieren? In diesem Abenteuer kann man Charaktere spielen, die schon in einer längeren Kampagne sich kennengelernt haben, die ja miteinander rumlaufen und schon ein paar Abenteuer bestanden haben. Oder aber man spielt ein paar spontanrunden Charaktere, wo ich allerdings ein paar Probleme habe, dass man da nicht ganz wirklich, ja, man kommt nicht wirklich rein. Man soll dann Gefühle für jemanden entwickeln, den man nicht kennt, dem vom Spielleiter vorgesetzt wird und mit dem Holz Summer wird einem dann eingetrichtert, das ist deine Mutter, du musst dich total um sie sorgen. Finde ich in einer spontanen Runde leider nicht so gut. In einer Kampagne kann das für sehr schöne Elemente sorgen. Das Abenteuer beginnt damit, dass die Mutter eines der Investigatoren eingeliefert wird in ein Krankenhaus. Man weiß nicht so genau, was ist da passiert. Die Charaktere können dann in das Krankenhaus vordringen, können sich da dann mit der Mutter unterhalten und erfahren, dass sie wohl ja angegriffen worden ist. Sie kann einem noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben. Und damit beginnt eigentlich das Abenteuer. Man müsste dann versuchen, aus diesen Hinweisen wieder zurückzuschließen, was ist da passiert. Man kann sich dann natürlich dann auch mit der Polizei unterhalten oder mit den Leuten im Krankenhaus. Wo wurde jetzt meine Mutter aufgegriffen? Und da finden sie dann heraus, dass man sie in einem Park gerettet hat, beziehungsweise es gab dort einen Bettler, einen Obdachlosen, der das Ganze beobachtet hat. Und dann geht eben so eine Schnitzeljagd los. Man muss einzelne Elemente zusammentragen, läuft von einem Ort zum anderen Ort. Das macht jetzt hier wenig Sinn, wenn ich jetzt jeden einzelnen Ort erkläre. Es ist also einfach das ganz typische Cthulhu-Szenario. Lauf von dem einen Ort zum anderen, sammle ein paar Hinweise, sprich mit ein paar Charakteren und geh dann weiter zum nächsten Ort. Trag das alles zusammen und am Ende ja, wartet das Finale auf dich. Ja, nachdem die Charaktere eine ganze lange Zeit ermittelt haben, gab es noch ein paar Rückschläge, gab ein paar neue, interessante Wendungen, kommen sie dann zu einem, ja, ich sag einfach mal Forscher, der dann hier in seinem Untergrundlabor sitzt und dort Experimente macht. Wie könnte es auch anders sein? Und dann könnte man das Abenteuer quasi schon an dieser Stelle enden lassen. Ich glaube, das hätte dem Abenteuer sehr gut getan, denn was jetzt passiert, nachdem dann das Forschungslabor von Dr. Prime gefunden worden ist, können die Charaktere ihn nicht töten, sondern er stürzt sich mit seiner letzten Kraft in ein Portal. Und mit diesem Portal, wenn die Charaktere ihm denn folgen wollen, können sie auf den Jugod gelangen, beziehungsweise den Jupiter. Ja, und da habe ich dann so ein paar Probleme mit. Es beginnt ein weiterer, ja, es ist kein richtiger Dungeon Crawl, aber sie sind dann auf der Oberfläche eines Planeten und das soll dann wieder so ein bisschen cthulhoide Elemente mit einbringen, die mir aber nicht so gefallen, weil sie so ein bisschen erzwungen wirken. Es ist ein bisschen over the top und das wirkt in meinen Augen sehr palpig auf mich. Also würde ich dieses Abenteuer nicht für das normale Cthulhu erzählen, sondern hier ist mein Tipp, dass man das wirklich dann mit einer Pulp-Runde
das Spiel, die dann ja dementsprechende Werte in Kampffähigkeiten auch hat, weil man die auch braucht. Man kämpft dann also nicht nur gegen diesen Doktor, sondern auch gegen Migo, also irgendwelche kleinen geflügelten Insektenwesen, die Amerika heimsuchen und in den Bergen leben. Die haben aber auch ja mehrere Geheimverstecke auch auf dem Jugot und führen da dann ein Ritual durch. Sie möchten die schwarze Mutter Shub-Niggurath beschwören, um von ihr dann Milch zu bekommen. Schwarze Milch, die dann dafür sorgt, dass die Kinder, die Frauen hier gebären, dann eine neue Rasse bilden. Es ist so ein bisschen sexuelle Gewalt mit drin, was mir nicht gefällt. Es ist, wie gesagt, ein Mischmasch aus tuluiden Wesenheiten drin. Also die Migo, Shub-Niggurath als Göttin. Dann gibt es noch ein paar Untote, die hier eingeführt werden. Ja, neue Rasse. Es ist hier von Gebärmaschine die Rede. Und ich finde, das ist alles ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, in einer Pulp-Runde macht das unglaublich viel Spaß, wenn man sich jetzt eben mit diesem Punkt der erzwungenen Geburt dann anfreunden kann. Aber ich werde mit dem Abenteuer leider nicht ganz warm. Man hätte dieses Abenteuer auch sehr gut in dem Geheimversteck von Dr. Prime enden lassen können. Was ich dem Abenteuer zugute halten muss, ist, dass es sehr viele Handouts gibt, beziehungsweise Karten, mit denen man arbeiten kann. Wer also gerne mit solchen Karten marschiert, also wer da irgendwie gerne entweder beim Map-Tool dann mit Token arbeitet, wo man dann sich hin und her ziehen kann, oder wenn man die gerne ausdruckt und dann auf den Spieltisch legt, dass man da dann mit kleinen Pinöppeln herumläuft, also so Mensch, ärger dich nicht Figuren, das kann dann sicherlich ganz lustig werden. Aber wie gesagt, dann hat es wieder ein Dungeon-Crawl-Element, dass man sich dann von Raum zu Raum arbeitet und da ist dann eben auch verknüpft, dass man kämpfen muss. Und auch da wieder dieser Pulp-Aspekt. Wer das für normales Cthulhu erzählt, der wird hier, glaube ich, nicht glücklich werden. Meine Bewertung zu diesem Abenteuer folgt, wie gesagt, ganz am Ende. Ihr merkt aber auch schon, dass ich mit diesem Abenteuer nicht ganz glücklich bin. Ich habe es ja auch gesagt. Ja, Blackwater Creek, das nächste Abenteuer. Das hat mich umgeworfen. Das hat mich richtig, richtig umgehauen. Dieses Abenteuer ist brutal gut. Noch während des Lesens, ich hatte noch nicht mal das Finale dann komplett durch, habe ich für mich beschlossen, das wird auf alle Fälle geleitet. Blackwater Creek. Ja, es kann im Jahr 1920 gespielt werden, aber eben auch davor. Es kann auch danach gespielt werden. Was mich hier fehlt, ist nochmal so eine schöne Übersicht wie das erste Abenteuer. Aber ja, hier, worum soll es gehen? Es wird ein bisschen über den Hintergrund gesprochen, damit der Spielleiter weiß, was passiert ist und auch was passieren kann. Dann wird ein bisschen was zu der Einbindung von Investigatoren erzählt. Hier ist ganz schön, dass es zwei verschiedene Gruppen gibt, die hier eingebunden werden können. Sowohl einmal ein paar Studenten der Archäologie oder ganz generell ein paar Studenten der Miskatonic University oder aber man kann ein paar Gangster spielen, die dann sich dem Alkohol Schmuggel, ja, zugetan fühlen. Finde ich super, dass man hier auch an zwei Gruppen gedacht hat. Man kann es natürlich auch mit einer dritten, völlig beliebigen Runde spielen. Da müsste man sich noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber das geht. Ja, dann werden die Handlungsschauplätze vorgestellt. Es ist eine große Sandbox. Wir können hier 9 verschiedene Szenen sehen, die unabhängig voneinander ja bespielt werden können. Ist natürlich dann abhängig davon, wo die Charaktere hinwollen, wenn sie dann in-game sind. Das müsste man davon abhängig machen. Und dann folgt, nachdem die Schauplätze vorgestellt worden sind, das Finale und ein paar Anhänge. Worum soll es hier gehen? Blackwater Creek. Auch hier geht es wieder um Shub-Niggurath, eine meiner Lieblingsgöttinnen. Im vorherigen Teil fand ich sie ja nicht ganz so gut aufgehoben, da war sie einfach zu viel. Hier in diesem Ding bei Dunwich passt sie aber perfekt hin. Sie sondert wieder einmal ihre schwarze Milch ab und verpestet das Wasser, was dann dazu führt, dass die Dorfbewohner hier von diesem Blackwater Creek ja nach und nach einfach das Geschenk der Mutter erhalten. Pausiert gerne nochmal das Video und schaut euch mal diese lustige Tabelle an.
an mit den Stufen 1 bis 7. Und wer danach noch nicht gewillt ist, dieses Abenteuer zu spielen, der ja hat in Cthulhu nichts verloren. Ich finde das unglaublich gut, wie sich dann hier die Charaktere verändern können, wie teilweise eben aber auch die Dorfbewohner sich schon verändert haben oder sich noch weiter verändern werden. Es ist auch sehr an die Dunwich-Box angelegt, die habe ich mir auch schon angeguckt, angelesen, und auch da wird sehr viel mit irgendwelchen Pilzmutationen gearbeitet, dass dann die Haut ja eine pilzförmige Struktur erhält. Das ist so widerlich, dass ich glaube, ja, hier wurde alles richtig gemacht. Es gibt, wie gesagt, zwei verschiedene Einstiege. Einmal für Studenten, ein Professor ist verschwunden, sucht diesen Professor. Und einen zweiten Einstieg für Schmuggler, die wollen dann Alkoholschmuggel, ja, für sich entdecken. Und da gibt der Bandenchef ihnen die Aufgabe. Wir haben hier in diesem Dorf ein paar Whisky-Brenner und der Whisky ist eigentlich ziemlich gut. Hier, probiert mal einen Schluck und den möchte ich jetzt bitte auch bei mir vertreiben. Das ist eine gegnerische Bande, schaltet die doch mal bitte aus, und wenn ihr das getan habt, dann ja, holt mal diesen Whisky-Handel zu uns. Damit lässt sich viel Geld verdienen. Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Das heißt, beide Gruppen haben einen Grund, da mal nach dem Rechten zu sehen. Und die fahren dann einfach los mit dem Auto oder wie auch immer, erreichen diese Stadt und sehen dann, dass es wohl alles ein bisschen merkwürdig ist. Alle sehr zurückgezogen. Alle sehen sie ein bisschen komisch aus oder eben besonders glücklich, je nachdem, welche der Stufen sie erreicht haben. Das liegt einfach daran, dass der nahe Fluss oder der Bachlauf dann ja schon diese Milch, dann diese schwarze Milch von Shub-Niggurath in sich birgt und dann nicht nur die Bewohner, sondern auch das Land verändert. Ja, hier auf dieser schönen Karte von Blackwater Creek, den Hügeln nahe von Dunwich, könnt ihr dann die einzelnen kleinen Gebäude sehen, die man dann nach und nach abarbeiten kann. Welche Reihenfolge genau man nimmt, das ist dann, wie gesagt, den Investigatoren offengelegt, aber je nachdem, was sie tun, kommen sie dann ja nach einigen Hinweisen dann immer weiter zu diesem Zeltlager, beziehungsweise zu dieser Schmugglerfarm, und versuchen dann ihrem eigenen Auftrag nachzugehen, also entweder diesen Professor retten oder diese Farm von den Carmodys zu übernehmen, damit dann der Alkoholschmuggel eben in ihre eigene Tasche läuft. Es ist zumindest alles sehr miteinander verknüpft. Ich würde hier auch eventuell empfehlen, das vielleicht sogar mit beiden Gruppen zu spielen oder ja, meinetwegen dann auch mit anderen Spielern, aber einfach mal beide Wege auszuprobieren. Ich habe zumindest viel Lust bekommen, das mal zu leiten, und werde es dann auch tun. Ganz am Ende landen, wie gesagt, beide Gruppen in einer Höhle, wo dann ja nicht ganz Shub-Niggurath auf sie wartet, aber eben ein Teilaspekt dieser Göttin, und der sorgt dann dafür, dass es zum Finale kommt. Man kann dann die Höhle sprengen, man kann dieses Wesen vernichten, zumindest ist das eben die grobe Idee dieses Abenteuers. Es ist nicht palpig, aber es kann sehr, sehr tödlich sein. Auch hier kommt es das ein oder andere Mal zu kämpfen. Es wird hier also auch dazu geraten, dass man sich vielleicht mit sowas wie Schusswaffen auskennt. Ob Studenten da wirklich dann ein Faible für haben, weiß ich nicht. Da müsste man eventuell mit Hobbypunkten arbeiten. Aber auch hier würde ich dann schon mal eher dazu raten, dass man diese Schmugglerbande nimmt. Ich glaube, das ist auch mal als Abwechslung zu den normalen studentischen Abenteuern ganz lustig, wenn man mal mit ja, den bösen Jungen spielt gegen noch böseres Übel. Es gibt sehr viele Bilder, sehr viele Handouts, und ganz generell ist das auch ein Abenteuer, was sich für junge Spielleiter eignet, beziehungsweise für neue Spielleiter, weil auf jeder Seite gibt es irgendwie Tipps zur Beschreibung, vor allem eben auch, wie man Atmosphäre aufbaut. Es gibt so sehr viele Hinweise, die auch gar nicht überflüssig sind, sondern hier nochmal ein Hinweis, achte da nochmal auf die Stimmung oder achte hier nochmal drauf, was man riechen kann, was man wahrnehmen kann. Das finde ich sehr, sehr gelungen, und das ist einfach ein Abenteuer für Cthulhu, was seinesgleichen sucht. Ich habe wenig gelesen, was wirklich besser war, und dieses Abenteuer kann sich mit richtig vielen anderen Abenteuern messen und wird dann auch diesen Vergleich gewinnen.
Am Ende dieses Abenteuers, wie gesagt, es gibt noch mal ein paar Handouts davor. Man kann hier aber auch noch ein paar vorgefertigte Investigatoren finden. Ob man da dann auch Werte für braucht, ja, gehüpft wie gesprungen, aber man könnte die dann eben auch mit einer kleinen Hintergrundgeschichte einfach weitergeben. Wie das dann alles funktioniert, steht dann hier auch noch mal drin. Wer sich also dafür interessiert, kann dann einfach diese Sachen austeilen und wird hier Spaß mit haben. Ja, damit komme ich auch schon zur Bewertung, und zwar von beiden Abenteuern. Gottes Werk und Migos Beitrag. Hier ist die Modularität. Ich setze sie einfach mal mit 2 von 4 Punkten an. Man kann es in Amerika spielen, man kann es in Amerika verschieben. Man könnte es aber auch woanders spielen, aber die Handouts sind doch auf alle Fälle für New York vorgegeben. Man kann es, wie gesagt, ein bisschen in der Zeit verschieben. Ich bin mir nicht so sicher. Ich gebe hier einfach mal für die Modularität 2 von 4 Punkten. Der Spielspaß. Ja, wie gesagt, er spielt es für Pulp, dann vergebe ich 4 von 4 Punkten für den Spielspaß. TSL-Schwierigkeit, es ist eine kleine Sandbox, die unterschiedlichen Orte, die man hier aufsuchen kann, sind beliebig. Sie sind aber nicht ganz so schön, nicht ganz so gut sortiert in diesem Buch. Ich weiß nicht, ob ich das denn der Redaktion anlasten soll. Aber bei dem Blackwater Creek war zumindest die Struktur mit den einzelnen Orten hübscher aufgebaut. Ich muss das gar nicht so sehr der Spielleiter-Schwierigkeit anlasten, aber ja, ich würde einfach empfehlen, dass man hier noch ein bisschen umschreibt, dass man das Finale abändert. Das kann jeder für sich sehen, wie er will. Das ist jetzt eine ganz subjektive Meinung. Mir hat das einfach nicht gefallen. Deswegen gebe ich hier 2 von 4 Punkten für die SL-Schwierigkeit, und auch bei den Bonuspunkten muss ich leider hart sein. Wie gesagt, mir hat das Abenteuer nicht ganz so gut gefallen. Es gibt zwar viele Karten, es gibt zwar viele Handouts, aber dieser Mischmasch mit den Göttern, dieser Krieg, die Spieler bekommen vieles auch davon gar nicht mit. Das ist einfach nur, dass man, wenn man dieses Buch liest als Spielleiter, dann wird einem das, wenn man sich ein bisschen auskennt, vielleicht sauer aufstoßen. Die Spieler wissen gar nicht, warum kommen jetzt diese Untoten? Was sind das jetzt für krabbelnde insektoide Wesen? Muss jetzt dieses Portal am Ende zum Jugot sein? Und warum muss da jetzt noch ausgerechnet eine Göttin beschworen werden? Ich finde es, wie gesagt, man kann hier mit ganz anderen Mitteln arbeiten, um Spieler dann zu schockieren, um Cthulhuiden grauen oder den Horror dann zu entfesseln. Und ich finde, das ist sehr mit dem Holzhammer dann. Ja, ihr merkt, wie gesagt, es ist echt nicht mein Abenteuer. Vielleicht ist es was für euch. Ich mochte es leider nicht. Tut mir leid. Ja, Blackwater Creek, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich muss leider 4 von 4 Punkten für die Modularität geben. Es ist eine Sandbox, sie ist angenehm groß, sie ist nicht zu groß, sie ist nicht zu klein. Sie ist auch sehr aufgeräumt, muss ich sagen. Man kann das verschieben, sowohl zeitlich, man kann das allerdings auch in anderen Systemen spielen. Und genau das werde ich tun. Ich werde es also in einem anderen System spielen und nicht für Cthulhu. Das ist eben auch möglich. Der Spielspaß, das wird sicherlich ja, Lust machen auf mehr. Man kann das ganz normal mit Studenten spielen, man kann das aber auch für Gangster spielen. Und damit mal eine ganz andere Art und Weise dann, wie man Cthulhu benutzt, weil man mal mit Bösen gegen das Böse zieht, finde ich gut. 4 von 4 Punkten. Die Spielleiter-Schwierigkeit. Normalerweise leidet, wenn die Modularität hoch ist, dann auch die Schwierigkeit. Und das wird umso schwerer, je größer die Sandbox ist. Hier sind aber so sehr viele Tipps gegeben am Rand, überall. Ich würde gerne 3 Punkte geben, aber dadurch, dass es so aufgeräumt ist, dadurch, dass so viele Tipps dran stehen, ich gebe 4 von 4 Punkten. Und auch bei den Bonuspunkten 4 von 4. Dieses Abenteuer ist einfach gut. Ich kann hier nichts finden, was mich stört. Ich wüsste nicht, wie ich es besser erzählen sollte. Ich wüsste nicht, wie ich irgendwas dran besser machen würde. Es sind dann, wie gesagt, auch noch ein paar ja, NPCs gegeben mit einer Hintergrundgeschichte. Es kann sein, dass man nicht jeden dieser Schauplätze braucht, aber wenn die Spieler denn dorthin wollen, dann sind dort viele Informationen gegeben. Ich bin ganz ehrlich der Meinung, für dieses Abenteuer muss ich 16 von 16 Punkten geben. Ich habe hier nichts zu meckern. Ich bin vollends zufrieden.
Ja, ich werde für Blackwater Creek ein paar Punkte mehr einsetzen, weil es einfach länger ist. Es ist ein längeres Abenteuer und deswegen werde ich hier nicht mit 1 zu 1 messen, sondern ich werde das Ganze dritteln. Das heißt, zwei Drittel der Punkte gebe ich für Blackwater Creek und ein Drittel gebe ich für Migros Beitrag. Ja, wenn wir das zusammenrechnen, dann sind das 13,6 Punkte im Mittel und das runde ich einfach mal auf zu den 14 Punkten. Ja. 14 Punkte, 14 von 16 für diese Anthologie Terror Amerikaner. Wer, wie gesagt, das erste mit Pulp erzählt, der kann da sicherlich noch ein paar Punkte mehr zu geben. Passt das ein bisschen an, kürzt dann Schubnikorat bei dem einen raus, so sehr ich sie mag, so sehr ich diese Göttin liebe. Aber in dem Abenteuer hat sie nun wirklich nichts verloren. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine subjektive Rezension zu diesem Werk. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich von euch. Bis dann. Ciao.